Ich bin vielleicht bekannt dadurch, durch meine Mitarbeit bei Astrodienst oder bei www.astro.com, wo ich als Programmierer tätig bin, und dann auch durch meine Bücher Kritik der astrologischen Vernunft und durch einige archäoastronomische Untersuchungen, zum Beispiel zum Stern von Bethlehem, zum Mahabharata-Epos und neuerdings auch zu den Epen Homers. Reicht das? Gut, wunderbar. Die Geschichte der Astrologie beginnt bekanntlich in Mesopotamien. Zwar gibt es viele Anfänge astrologischen Denkens in Ägypten und in Indien, doch wurden die später von der babylonisch-griechischen Astrologie stark überformt. Nur China und das präkolumbianische Amerika haben astrologische Traditionen, die noch weitgehend unabhängig geblieben sind. Ich habe hier die Geschichte der Astrologie aufgezeichnet. Der rote Bereich betrifft uns selbst, der schwarze Bereich sind Nebenlinien. Man sieht, wie viele Völker und Sprachen an der Geschichte der Astrologie beteiligt sind. Und es bedarf eines erheblichen interdisziplinären Aufwands, um einen kompetenten Überblick über die gesamte Geschichte der Astrologie zu gewinnen. Zumal auch deshalb, weil etliche Texte sowohl babylonisch als auch griechisch, als auch arabisch, als auch hebräisch und lateinisch bis heute nicht in eine moderne Sprache übersetzt sind. Ich bekomme zur Phase 1 der Geschichte der Astrologie, die ich betitle mit Astralreligion und kultische Kalender. In ältester Zeit wurden die Bewegungen der Himmelskörper noch nicht gedeutet, jedoch glaubte man, dass astrale Gottheiten das menschliche Leben regierten. Man führte zu ihren Ehren Rituale und Opfer dar. In Mesopotamien wurden der Sonnengott Shamash, der Mondgott Sin und die Venusgöttin Ishtar Inanna verehrt. Außerdem die Götter Enlil, Anu und Ea, die verschiedenen Bereichen des Himmels im Norden, im Äquatorialbereich und im Süden zugeordnet waren. Weiter spielten auch Kulte göttlicher Helden eine wichtige Rolle, deren Figuren in Form von Sternbildern am Himmel abgebildet waren. Zum Beispiel der Stierkampf des Gilgamesch ist am Himmel zu sehen in Form des Himmelsstiers und des Sternbildes Orion, das die Babylonier das Sternbild des wahren Himmels, des wahren Hirten des Himmels bezeichnet haben. Das astrale religiöse Leben dieser Zeit wurde durch einen kultischen Kalender geregelt. Ähnlich wie in unserem Kirchenjahr wurden die Feste und Opfer zu Ehren der himmlischen Götter an bestimmten Kalenderdaten gefeiert und wiederholten sich in jedem Kalenderjahr immer gleich. Die in Mesopotamien gebräuchlichen Kalender waren, anders als der heutige Kalender, stets Sonne-Mond-Kalender. Der Monatsbeginn war an dem Abend, an dem die Neumondsichel zum ersten Mal sichtbar war. Mit einiger Übung konnte ein Babylonier auch das Kalenderdatum ungefähr an der Mondphase ablesen. Da das Mondjahr mit 354 Tagen etwas zu kurz war, fügte man alle 2 bis 3 Jahre einen Schaltmonat ein, um mit den Jahreszeiten ungefähr in Einklang zu bleiben. In dieser frühesten Phase der Astrologie wurden, wie gesagt, die Bewegungen der Himmelskörper noch nicht gedeutet. Jedoch versuchte man, in Harmonie mit den Himmelsgöttern zu leben.
Der Kalender war stets in Einklang mit den Zyklen von Sonne und Mond, Feste und Rituale zu Ehren der Gottheiten dieser Himmelskörper wurden an geeigneten, symbolisch passenden Daten gefeiert. Gleichzeitig hatten die Feste einen Bezug zum Leben der Menschen, nämlich zu ackerbaulichen oder anderen wirtschaftlich bedeutsamen Tätigkeiten, die während dieser Jahreszeit zu verrichten waren. Die Menschen versuchten auf diese Art den Himmel zu ehren und im Einklang mit dem Himmel zu leben. Sie wussten, dass der Himmel und die Mond- und Sonnenzyklen alles Leben hervorbringt und dass die Menschen ganz und gar von diesen Zyklen abhingen. Es ist offensichtlich, dass wir uns weit von dieser Art von Astrologie oder von dieser Art von gelebtem Einklang mit der Natur weit entfernt haben. Nur wenige Astrologen heute feiern noch Rituale zu Ehren der Himmelskörper und wenn, dann haben sie wohl am ehesten einen theosophischen Hintergrund oder einen indischen, oder sie betreiben indische Astrologie mit einer traditionellen, mit einem traditionellen Hintergrund. Nur wer noch regelmäßig in die Kirche geht, erfährt vielleicht einen gewissen Nachhall dieser alten Kalenderastrologie, denn die Feste, insbesondere des katholischen und des orthodoxen Kalenders, haben letztlich einen jahreszeitlichen Bezug. Siehe Weihnachten oder das Johannifest. Der heutige Mensch, der mag ja nicht gern abhängig sein, auch nicht gern abhängig sein von der Natur, von himmlischen Zyklen. Man bildet sich ein, man hätte das Schicksal gern, man hätte das Schicksal selbst in der Hand. Andererseits haben wir dadurch natürlich durch diese Emanzipation von der Natur und den Himmelszyklen eine gewisse geistige Freiheit gewonnen, die der babylonische Astrologe sicher nicht hatte oder die auch der katholische Gläubige, der in den Ritualen seines Kalenders lebt, nicht mehr hat. Komme zu Phase 2. Da geht es um die Deutung himmlischer Omen. Himmlische Omen werden in Mesopotamien seit irgendwann im 2. Jahrtausend vor Christus gedeutet. Hier werden nun Bewegungsvorgänge und Veränderungen am Himmel ständig sorgfältig beobachtet. Gleichzeitig achtet man darauf, welchen himmlischen Ereignissen, welchen irdischen Ereignissen, welche himmlische Ereignisse korreliert sind. Sammlungen solcher Korrelationen wurden dann aufgeschrieben und in Form von Omen-Sammlungen zusammengefügt. Das wichtigste mesopotamische Werk dieser Art heißt Enuma Anu Enlil. Die Deutung himmlischer Omen war damals etwa vergleichbar, was wir heute als Mundanastrologie kennen, mit einigen Unterschieden allerdings. Das Repertoire zu deutender Ereignisse war damals viel größer als in der heutigen Astrologie. Als relevante Ereignisse galten lokal beobachtbare Finsternisse, Planeten- und Sternbedeckungen durch den Mond, Kometen, Konjunktionen, zum Beispiel auch, ob ein Planet am linken Horn des Mondes steht oder am rechten Horn des Mondes. Weiter waren auch Halos um Himmelskörper astrologisch relevant oder auch Blitz- und Wetterphänomene. Auch Nordlichter wurden in Mesopotamien beobachtet, sind also schriftlich belegt, obwohl sie äußerst selten in so niedrige geografische Breiten gelangen. Aber
Man war also aufmerksam, dass man das halt auch bemerkt hat. Astrologen waren, soweit man weiß, nur am Königshof tätig und es wurden aus den himmlischen Omen nur Schlüsse auf das Schicksal des Königs und des Landes gezogen. Gewöhnliche Individuen wurden von Astrologen nicht beraten, jedenfalls soweit man heute weiß. Das Schicksal des Königs und des Landes war also in den Himmel geschrieben und man hat sich tatsächlich den Himmel auch vorgestellt als eine Art kosmische Keilschrifttafel. Dafür gab es auch einen Ausdruck, man nannte das Schrift des Himmels, auf Akkadisch Shittir Shameh. Es gibt auch Ebenen, wo diese Tafel thematisiert wird, und zwar unter der Bezeichnung Tafel der Schicksale, die wird von irgendeinem Dämon geraubt und muss dann durch einen göttlichen Helden, sei es Marduk, sei es Ninurta, das hängt von dem jeweiligen Epos ab, zurückerobert werden. Diese Tafel der Schicksale ist vermutlich eben dieser Sternhimmel und der wurde von diesem obersten Gott an seiner Brust getragen. Also der Sternhimmel ist an der Brust dieses Gottes Marduk oder Ninurta. Die himmlischen Schicksale waren aber nicht unabwendbar. Wenn negative Voraussagen zustande kamen, dann hatte man die Möglichkeit, sogenannte Lösungsrituale durchzuführen. Auf Akkadisch Namburbu, das heißt Lösung davon, Lösung von diesem Problem. Da hat man zum Beispiel einen Ritualkönig, einen Ersatzkönig installiert auf dem Thron. Man nahm irgendeinen Bauer oder Gärtner oder eine irrelevante Person, hat sie mit dem normalen Königsritual intronisiert und dann über 50 oder 100 oder 200 Tage auch regieren lassen. Nicht wirklich regieren lassen, sondern die unwichtigeren Geschäfte durchführen lassen, während der wahre König heimlich regiert hat, aber dabei stets als der Bauer angesprochen wurde. Wenn dann die gefährliche Zeit vorüber war, gefährliche Zeiten waren zum Beispiel durch Mondfinsternisse angezeigt, dann hat man dann den König zu seinem Schicksal gehen lassen, das heißt, man hat ihn umgebracht und feierlich betrauert und begraben. Und dann kam der echte König wieder an die Macht. Diese Gebräuche sind aus unserer Sicht natürlich abergläubisch und barbarisch, aber dennoch hatten die babylonischen Astrologen meines Erachtens uns etwas voraus. Sie haben nämlich den Himmel tatsächlich beobachtet. Ich möchte das an einem Beispiel ein wenig illustrieren, an einer Beobachtung, die ich selbst gemacht habe. Ich habe nämlich da einige Fotos, die sind niemals so gut wie diejenigen, die Rolf machen könnte oder auch Sebastian Volkmar. Aber ich habe halt nur eine primitive Kamera. Und zwar geht es da um eine Venus-Jupiter-Konjunktion am Abendhimmel, die. Und zwar stammen die Bilder von drei aufeinanderfolgenden Tagen. Jetzt brauche ich diesen Hast du den Stift? ja, ach so, den muss ich da Nee, einstecken. nee, nee. Schau mal. Ja, Entschuldigung. Hier, raus, da rein. So, jetzt. Jetzt funktioniert es. Danke. Sollst du. Also das sind, steht da, die Daten stehen oben Oben drauf. ist der Pointer. Da, so stark sind die Veränderungen gewesen von einem Tag auf den anderen. Hier sieht man jetzt leider bei dem Licht nicht so gut. Da ist die Venus und hier rechts oberhalb, ganz fein, hier der Jupiter. Schade, dass man es nicht besser sieht. Über, Da ist kein Licht. ja, es ist ja nicht so wichtig. Über Wochen hatte sich die Venus langsam dem Jupiter angenähert, während der Jupiter langsam zum Abendhorizont sank. Beide liefen eigentlich auf ihren heliakschen Untergang zu, also auf ihr abendliches Verschwinden vom westlichen Himmel. Und die Jupiter stieg scheinbar auf zum
Die Venus stieg dann scheinbar auf zum Jupiter, erreichte aber seine Höhe nicht ganz, sondern nur knapp, zog dann links weiter und sank dann wieder ab, relativ schnell, und versank noch trotz ihrer größeren Helligkeit etliche Tage vor dem Jupiter vom Abendhimmel. In einem normalen Horoskop, so wie Astrologen es heute gebrauchen, würde man das nicht sehen. Aber da ich das über Tage und Wochen hinweg beobachtet habe, habe ich natürlich darüber meditiert, was könnte das bedeuten? Und solche Überlegungen haben sich wohl auch die babylonischen Astrologen gemacht. Um sowas zu sehen, müsste man, wenn schon, vielleicht das Programm Starlight von Bob Bernadette Brady verwenden. Da könnte man es wohl feststellen, auch in 5 Minuten sogar. Aber in 5 Minuten, da meditiert man nicht. Da hat man keine Zeit, um wirklich in dieses Thema einzusteigen. Also, was haben wir verpasst? Eine umfassende Wahrnehmung des Vorgangs und eine mögliche Sinntiefe, die sich möglicherweise nur über wochenlange Beobachtung und Meditation erschließen lässt. Darf ich was dazwischen fragen? Ja. Im Horoskop sehe ich es doch. Nein. Ich sehe doch die Konjunktion Jupiter. Ja, da sieht man eine Konjunktion, aber man sieht nicht, dass die Venus die Höhe von Jupiter nicht erreicht. Doch, das ist eine Deklination. Das sieht man in der Deklination auf der. Die Deklination ist ja im Horoskop nicht eingezeichnet. Im Horoskop sieht man nur die Länge. Auf dem Datenblatt. Dann schaut man und sieht. Mit der Deklination gut, aber die Deklination ist auch nicht dasselbe wie die Höhe über dem Horizont. Es ist zumindest eine Näherung mit dem Horizont. Eine Annäherung. Die Deklination generell in der Astrologie heutzutage nicht benutzt wird. Ja. Aber die Höhe. Wo sie steht. Es ist noch komplizierter. Weiter südlich, also in der Schweiz, hat die Venus den Jupiter, die Höhe des Jupiter gerade ungefähr erreicht. Weiter nördlich, in Berlin zum Beispiel, ist sie deutlich tiefer gestanden als der Jupiter. Weiter südlich, in Süditalien zum Beispiel, da ist die Venus über den Jupiter gestiegen. Das sieht man aus der Deklination nicht. Das sieht man, man kann vielleicht annähernd so etwas ahnen, aber da muss man tatsächlich die Höhe der Himmelskörper berechnen. Oder man muss eben Bernadette Bradys Programm oder irgendein SkyMap verwenden, wo man sieht für einen bestimmten Ort, wie hoch stehen die Planeten an jedem Tag. Und das ist einfach auch ein Aufwand, den Astrologen normalerweise nicht betreiben. Und ja. Nur die stehen überall gleich. Wie? Die stehen, also Jupiter und Venus stehen immer gleich. Die stehen immer gleich, aber in Bezug auf den lokalen Horizont eben nicht. Ach so, ja. Drum spreche ich von Berlin oder Zürich oder Norditalien. In Berlin hat die Venus die Höhe des Jupiter bei weitem nicht erreicht. In Süditalien ist sie über den Jupiter hinaufgestiegen. Also nee. Ja? Also das bin ich, glaube ich, ganz verkehrt. Die verdrehen sich ja nie. Die Sichtbarkeit der Parallaxe ist das Vorteil. Also abhängig von der Ort. Die Parallaxe spielt ja auch noch eine Rolle. Ja. Ist das genau das, worum es dabei geht, von der subjektiven Wahrnehmung? Nein, die Parallaxe spielt auch eine Rolle. Näherungsmöglichkeit. Es ist etwas anderes, aber als Näherungsmöglichkeit, um es in die Verständnis eben hineinzukommen. Wenn ein Stern hier ist und ein Stern hier, je nach Horizont werden Sie hier so sehen oder so. Genau. Das ist doch, was er meint. Ja. Die Perspektive ist entscheidend. Perspektive zum Horizont. Ja. Vollkommen klar. Also vielleicht diskutieren wir da später. Ich muss ja da schauen, dass ich meinen Vortrag in einer Dreiviertelstunde durchgehe. Dritte Phase, Ephemeridenrechnung und Geburtshoroskopie. Man muss sich klar machen, dass die ältere Astrologie, wie schon angedeutet, Mundanastrologie war und dass Geburtshoroskope nicht erstellt wurden. Die Idee, ein Geburtshoroskop zu erstellen, wäre schon daran gescheitert, dass man eben keine Ephemeriden oder keine detaillierten Aufzeichnungen von historischen Aufzeichnungen von Planetenstellungen hatte.
Man sieht ja auch nicht alle, zu keinem Zeitpunkt sieht man alle Himmelskörper. Man sieht die Sonne nicht, man sieht die verschiedenen Planeten nicht, die gerade unter dem Horizont sind, oder bei schlechtem Wetter sieht man gar nichts. Die Situation hat sich geändert ab dem 8. Jahrhundert vor Christus, als man in Assyrien begann, täglich Aufzeichnungen zu machen, wo die Planeten standen. Und dann im Laufe der Zeit auch lernte, wann jeweils die Planeten ihre Erstaufgänge machten, wann sie verschwanden, wann sie stationär wurden und dann sogar Algorithmen entwickelte, mit deren Hilfe man Almanache erstellen konnte und Ephemeriden. Damit war dann auch die Möglichkeit gegeben, Horoskope aus Tabellen oder mit Hilfe von Algorithmen zu berechnen und somit auch im Nachhinein Geburtshoroskope zu erstellen. Damit wurde dann auch ab etwa dem 5. Jahrhundert das Geburtshoroskop modisch. Man hat zum Beispiel aus Babylon Geburtshoroskope für Personen, die griechische Namen haben, in einer hellenistischen Zeit, die so global ein bisschen war wie heute, wo alle Völker sich durchmischt haben, da hat das auch geblüht, das Geburtshoroskop. Phase 4. Also, jetzt machen wir eigentlich einen Sprung in die Gegenwart, weil ich denke, dass sich bei der Entwicklung der Geburtshoroskopie von Griechenland über Rom oder auch über Persien, die Araber und Spanien und dann wieder zu den Renaissance, neuzeitlichen Astrologen bis zu uns, dass sich da zwar im Detail einiges geändert hat, aber eine wesentliche Änderung geschah erst im 20. Jahrhundert. Und zwar einerseits mit der Erfindung der Psychologie, wodurch die psychologische Astrologie möglich wurde. Und andererseits dann in den letzten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts durch die Erfindung des Personalcomputers, als ja auch der Computer, der persönliche Computer, in die Astrologiestuben Einzug hielt und allerlei Computerprogramme geschaffen wurden, mit denen man Horoskope schnell und fehlerfrei, fast fehlerfrei, erstellen konnte. Was hatte das für Folgen? Erstens hat der Computer, da der Computer alle Rechenaufgaben übernimmt, wissen heutige Astrologen zumeist gar nicht mehr, wie man ein Horoskop mit Hilfe von Tabellen berechnen könnte. Sie wissen nicht, wie Zeitzonen funktionieren, was Sternzeit ist, womöglich noch nicht einmal, was Ephemeriden und Hilfstabellen sind, Häusertabellen sind, oder wie man interpoliert. Sie alle sind natürlich jetzt nicht mehr die Jüngsten, ja, mit einigen Ausnahmen vielleicht, und haben wohl die Zeit noch erlebt, wie man mit Hilfe von Ephemeriden und Äußertabellen arbeiten musste. Aber für heutige Astrologen, die Jüngeren, gilt das wohl nicht mehr, und auch die Eltern haben vielleicht vergessen, was Sternzeit ist. An seriösen Schulen wird das aber noch unterrichtet. Das hat nun zwar den Nachteil, dass heutige Astrologen in solchen Dingen dümmer sind und weniger gut verstehen, was sie tun, aber es hat auch Vorteile. Ein Vorteil ist, dass man weniger Zeit verliert, die man dann kreativ verwenden kann. Andererseits hat man natürlich früher, als man ein Horoskop erst berechnen und zeichnen musste, Zeit gehabt, um sich in das Horoskop einzufühlen und hineinzuleben und sich schon beim Zeichnen einige Gedanken zu machen. Der Computer eröffnet also die Möglichkeit einer Astrologie, die oberflächlicher und flüchtiger ist, als sie früher war. Zweitens, ein wichtiger Vorteil, den die Computer gebracht haben, ist auch der, dass nun auch Astrologen, die für Technisches, für eben Rechnung, Umgang mit Zahlen, weniger Begabung haben, aber für
psychologisch sehr begabt sind und auch Astrologie betreiben können. Ich denke, dass der Computer wesentlich dazu beigetragen hat, die Astrologie zu fördern und auch die psychologische Astrologie zu fördern. Ohne Computer hätte die psychologische Astrologie sich nicht so stark ausbreiten können. Also eine These von mir. Wir können darüber gerne später diskutieren. Drittens gibt es einen Trend zu neuen astrologischen Verfahren, die wir vor dem Computerzeitalter nicht kannten oder die zu rechenintensiv waren, um praktikabel zu sein. Zunächst einmal ist da Bernadette Brady's Visual Astrology. Die ist wirklich nur mit dem Computer möglich. Hier werden zum Beispiel der gleichzeitige Aufgang oder die gleichzeitige Kulmination von Planeten mit Sternen beobachtet. Wollte man das berechnen von Hand, dann ist das unglaublich kompliziert. Mit Tabellen, gängige Tabellen, wie man sie kennt in der Astrologie, taugen dazu auch kaum, jedenfalls nicht, ohne dass man noch zusätzlich komplizierte Berechnungen machen müsste. Brady ist für ihre Kreativität und neuen Ideen sicher zu bewundern. Ohne ihre Programmiererin Sarah Ashton hätte sie allerdings ihre Lehre niemals in Umlauf bringen können, denn die ganze Schule hängt an dieser Software. Ob das in Bezug, ich meine, es ist das Zeitalter der psychologischen Astrologie. In dieser Hinsicht hat dieser Ansatz vielleicht nicht viel Neues gebracht. Bernadette Brady macht immer noch psychologische Astrologie, allerdings mit anderen technischen Voraussetzungen. Vielleicht bringt sie noch ein bisschen mehr Mythologie ins Spiel, aber ein massiver, qualitativer Neuans, ein massiv anderer, ein qualitativ neuer Ansatz, das scheint mir da nicht vorzuliegen. Ähnliches gilt auch für weitere neue Möglichkeiten, die der Computer eröffnet, zum Beispiel die Arbeit mit Asteroiden oder die rechenintensive Kombination aller denkbaren Methoden wie Progression, Binärdirektionen, solare, lunare, da gibt es noch hunderte von Methoden, wie Sie alle wissen. Auch die Deutung wird dadurch ja nicht unbedingt besser, wie wir auch wissen. Der Arbeitsspeicher des menschlichen Hirns ist nicht in der Lage, das alles zu verarbeiten. Vielleicht kann man da auch mehr eine körperliche Intelligenz anzapfen durch Methoden wie Astrodrama, da ist dann vielleicht auch noch mehr möglich, weil die Intelligenz des Körpers ein bisschen weiter geht. Müsste man diskutieren. Weiter zu erwähnen ist, dass der Computer eine sehr viel höhere Genauigkeit der Berechnungen erlaubt. Für Geburten nach dem Jahr 1980, sofern die Geburtszeit sehr genau bekannt ist, sind Positionen mit einer Genauigkeit bis zu einer Hundertstel Bogensekunde, wenn nicht gar Tausendstel Bogensekunde, möglich. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, ein Horoskop des Saturn-Returns zu berechnen mit einem recht genauen Aszendenten. Das war früher nicht möglich. Das ist aufgrund von gewöhnlichen Ephemeriden auch nicht möglich, wo der Saturn noch mit einer Bogenminute Genauigkeit angegeben ist. Selbst wenn es eine Bogensekunde wäre, da bin ich jetzt im Moment gerade überfragt. Ich habe das ob das dann auch so genau möglich wäre. Ich habe mit Hundertstel Bogensekunden gerechnet, um das zu verifizieren, was ich jetzt gesagt habe. Allerdings, wenn man Genauigkeit will, wenn man auf dieser Ebene von Genauigkeit rechnet, wäre natürlich auch zu fragen, ob man
mit scheinbaren Positionen, also Positionen, die Lichtzeit und Aberration einbeziehen, rechnen soll, oder ob man mit tatsächlichen geometrischen Positionen der Planeten rechnen soll, ob man geozentrisch oder topozentrisch, bezogen auf den Erdmittelpunkt oder auf den Ort, wo die Geburt sich befindet, rechnen soll. Vielleicht auch, ob man eine Relokation vornehmen soll. Das spielt dann alles eine Rolle. Und die Frage ist doch da, wird nicht alles viel konfuser und wird durch diese Zunahme von Genauigkeit wirklich etwas gewonnen? Eine weitere Neuerung, das ist jetzt der vierte Punkt, die Computern zu verdanken ist, sind die künstliche Intelligenz und mit ihrer Hilfe automatisch generierte Horoskopdeutungen, Computerhoroskope. Als Mitarbeiter von Astrodienst Zürich habe ich ein wenig Einblick in dieses Phänomen. Besondere Erwähnung verdient hierbei die psychologische Horoskopanalyse von Liz Green, die eine sehr getreue Nachbildung des realen Vorgehens von Liz Green bei einer Horoskopdeutung darstellt. Liz Green arbeitet sehr schematisch, die macht das immer gleich und dadurch lässt sich ihr Verfahren in einem Astrologieprogramm gut nachbilden. Astrodienst hat also so eine Art elektronischen Liz Green-Klon gebaut. Ein weiteres Beispiel ist das Farbenhoroskop von Johannes Schneider, das von seiner Konstruktion her derart kompliziert ist, dass es von Hand nur schwer ohne Fehler erstellt werden kann. Bei der Entwicklung hat sich erwiesen, dass alle Beispiele oder fast alle Beispiele Horoskope, die Johannes Schneider zur Verfügung gestellt hatte, Fehler enthielten. Und nur das Programm macht es jetzt wirklich immer richtig, nachdem wir uns auch wirklich versichert haben, dass es korrekt programmiert ist. Leider hat sich erwiesen, dass dieser Aufwand sich nicht in einer verbesserten Qualität des Computerhoroskops niedergeschlagen hat. Also dieses äußerst komplizierte Schneider-Horoskop ist nicht besser als Liz Green. Und das Liz Green-Horoskop trifft für mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht gut. Es ist einfach ein Computerhoroskop, egal wie viel künstliche Intelligenz man hineinsteckt, niemals so gut wie ein menschlicher Astrologe, weil ein Computer einfach keine Intuition hat, weil ein Computer auch nicht real den Menschen, der ihm gegenüber sitzt, fühlen kann, keine Empathie hat und so weiter. Auch festzustellen ist hierbei, dass das Computerhoroskop von Liz Green mittlerweile 30 Jahre alt ist und dass also seit 30 Jahren auch von anderen Firmen, die in diesem Bereich tätig sind, nichts Besseres mehr hergestellt wurde, auch nicht von Astrodienst. Ich glaube, dass diese Entwicklung am Ende angelangt ist. Fünftens, Internet ist auch ein Phänomen, das mit Computern zusammenhängt oder auf ihnen basiert. Was hat das Internet gebracht? Es bringt zum Beispiel, es ermöglicht eine viel bessere Möglichkeit zu kommunizieren. Ich kann mit Raphael schnell kommunizieren, bequem. Früher hätte man Briefe schreiben müssen. Man kann Artikel austauschen. Man kann Bücher downloaden aus dem Internet, muss nicht mehr in die Bibliothek gehen. Allerdings hat man das Problem mit astrologischer Literatur, die unter Copyright steht und in Bibliotheken nicht zu finden ist. Da ist die Situation dann wirklich prekär. Also hier ist ein Gewinn an Geschwindigkeit und Effizienz erreicht worden. Social Media und Social Web. Das
Zweifellos sind da die neuen Formen globaler Kommunikation dabei, das Leben der Menschen, aber ihr Bewusstsein massiv zu verändern. Ich selbst nehme an diesem Phänomen nicht teil. Ich fühle mich zu alt dafür. Ich kann da nicht mithalten und kann auch nicht beurteilen, ob das wirklich was bringt. Ich habe so einen Eindruck, das ist ziemlich platt. Aber man muss auch feststellen, dass neue Ansätze in menschlichen Kulturen, in der Geschichte der menschlichen Kultur, meistens nicht aus der Krone der jeweiligen oder aus der jeweiligen Blüte der Zeit entstehen, sondern aus einem primitiven Nährboden kommen meistens Neuansätze, die sich mit der Zeit zu einer neuen Blüte entwickeln. Siebtens, Virtual Reality, virtuelle Realität oder erweiterte Enhanced Reality. Könnte die etwas mit Astrologie zur Astrologie beitragen? Ich denke, wir stehen hier erst am Anfang einer großen Entwicklung. Virtuelle Welten könnten Archetypen, astrologische Archetypen wohl sehr intensiv erfahrbar machen. Pillen mit Augmented Reality Software könnten zum Beispiel bei allem, was wir gerade erleben, hören, sehen, auch astrologische Archetypen einspielen, Bilder einspielen oder Stichwörter liefern, sodass man eigentlich ständig Zugang zu einer archetypischen Welt hätte. Wohin das führt, ist schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl, man könnte da in eine Überschwemmung von archetypischen Bildern hineinlaufen. In gewissem Sinne ist das heute auch schon so durch die Kinofilme, wo man eigentlich, und auch in der Werbung, wo man ständig durch archetypische Bilder überflutet wird. Und es ist also nicht mehr so wie früher, als man von Archetypen eigentlich nur noch berührt wurde in Zeiten tiefgreifender psychischer Verwandlungen, sondern wird ständig damit davon irgendwie überflutet. Und die Frage ist doch, wie weit man unter diesen Umständen noch den Kontakt zu seiner eigenen Seele finden kann. Wie kann man dann sich selbst spüren, wenn da so viel Lärm von außen auf einen zukommt? Phase 5, eine neue Astrologie der Zukunft. Ich persönlich meine, dass der Computer trotz aller Vorteile nur wenig wirklich Wertvolles für die Zukunft bringt. Auch die psychologische Astrologie, denke ich, ist an einen Todpunkt angekommen. Es macht meines Erachtens zum Beispiel keinen Sinn, nochmal ein Buch über Aszendent in den 12 Häusern oder irgendwie halt so ein klassisches Thema der psychologischen Astrologie zu schreiben. Das ist alles schon geschrieben worden. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb in der englischsprachigen Astrologie in letzter Zeit vor allem historische Untersuchungen gemacht wurden und auch Techniken der hellenistischen Astrologie reaktiviert wurden oder auch, dass die indische Astrologie heute viel stärker wieder vor allem im Westen und vor allem in Amerika Einfluss gewinnt. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt die Lösung ist, ob wir da wirklich aus der antiken Astrologie viel gewinnen. Vielleicht sind viele dieser Methoden auch deshalb ausgestorben, weil sie nicht viel taugen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, wobei wir vielleicht auch die eine oder andere Perle übersehen haben könnten. Wirklich spannend wird es meines Erachtens aber dort, wo Astrologen und ihre Klienten über das Verbale und Technische hinausgehen und Planeten direkt erleben, zum Beispiel wo Astrologie mit tiefen psychologischer Therapie kombiniert wird oder beim Astrodrama, in astrologischen Aufstellungen
oder astrologisch-magischen oder schamanistisch-spirituellen Ritualen. Das ist das Gebiet, wo das ich am spannendsten finde, wo ich tatsächlich die Astrologie der Zukunft sehe. Ein besonderer Boom der letzten Jahre, die sogenannte vedische Astrologie, möchte ich hier auch noch ein wenig näher erwähnen, da sie mich doch sehr beschäftigt hat in den letzten Jahren, wenn auch mit einer gewissen Distanz. Ich würde meinen, sie zeigt auch, dass der Mensch heute mehr an Spiritualität auch interessiert ist. Viele Astrologen glauben an Karma und Wiedergeburt. Viele Astrologen stehen der Esoterik sehr nahe, vielleicht auch der Theosophie. Da ist meines Erachtens auch Zukunft zu finden. Trotz Weidners Artikel Astrologie nach dem Tode Gottes denke ich, dass Spiritualität in Zukunft eine Rolle spielen wird. Ich werde morgen noch auf Weidner näher eingehen und ihn ein wenig zu zerpflücken versuchen. Betreffend die vedische Astrologie möchte ich noch einen Punkt richtigstellen. Zwar verbinden vedische Astrologen mit ihre Lehren mit spirituellen Lehren der vedischen Schriften. Die Veden selbst haben allerdings mit Astrologie nichts am Hut, sondern sie bezeichnen Astrologen sogar als Leute, mit denen man besser keinen Kontakt haben sollte, als kultisch unreine Person. Also hier besteht eine Kluft zwischen dem, was die Veden selbst sagen, und den vedischen, indischen Astrologen, die versuchen, die Astrologie auf eine spirituelle, von den Veden inspirierte Basis zu stellen. Astrologie mit einer spirituellen Basis halte ich für wertvoll, aber als Anhänger vedischer Spiritualität, der ich bin, würde ich davon abraten, die Spiritualität in der Astrologie zu suchen, sondern man sollte zu diesem Zweck eher die Bhagavad Gita lesen. So, das war ein ganz persönliches Statement zum Schluss. Und damit bin ich am Ende. Mit dem Vortrag. Ja, dann viel raus.